Super, dann sind wir wieder zurück. Mache ich jetzt hier einfach gerade mal wieder weiter, wenn ich schon dabei bin. Da war ich jetzt gerade total geistesabwesend. Upsi, dupsi. Jo, jetzt bin ich mal im Dingsbums mal gucken, was hier so abgeht. Im Kloster. Ich habe alle Drachen getötet. Ehrlich? Das ist ja mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Jetzt müssen wir dem Bösen nur noch den Kopf abschlagen. Wenn du das geschafft hast, dann werden wir den Krieg gewinnen. Ich? Natürlich du. Wer denn sonst? Na, oh, wieso immer ich? Wieso eigentlich immer ich? Neue Zauber, was hast du denn? Ich will neue Zauber lernen. Was kann er denn? Eispfeil und Windfaust. Eispfeil habe ich ja schon. Der eigentlich auch ziemlich geil ist, von daher brauche ich diese Rune nicht mehr. So. Klappe zu. Das geht hier niemandem was an, was hier abgeht. Du musst eben aufpassen, was mir so rum erzählt. Wie geht's dir? Ja, ja, schon okay. Die Jungs hier können mir helfen, denke ich. Aber ich fühle mich immer noch so benebelt. Ich habe was anderes gehört. Ja, das wird schon wieder. Das sind doch alles nur Gerüchte. Na, schön, dass sie dich aufgenommen haben, Jorgen. Wie lebt sie? Ich werde hier noch bekloppt. Aber trotzdem, danke für den Tipp. Milton konnte mir tatsächlich helfen, hier unterzukommen. Tja, was willst du machen? Bevor ich in der Stadt verhungere, mache ich lieber, was die Novizen von mir verlangen. Du kommst schon zurecht, denke ich. Ich brauche endlich wieder Gut, Planken, das merke ich mir. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ich wundere mich über gar nichts. Angst, mittlere Wunden heilen, habe ich doch schon, oder? Möge. Oder habe ich nur die Rune bekommen? Ah, okay. Also die Runen können wir immer anlegen, wenn wir den passenden Kreis haben. Allerdings können wir sie nicht erschaffen. Warum erfahre ich das jetzt erst? Kannst du mir, geht es besser? Kugelblitz, Eisblock. Der Eisblock ist vielleicht bei größeren gar nicht verkehrt. Ja, komm, 10 Lernpunkte. Das tut schon nicht weh. Ich will jetzt erstmal den nächsten Kreis lernen. Und mir die Eisblockrune erstellen. Super, jetzt haben wir die Eisblockrune. Karas! Ich will den vierten. Gut, alle Zeichen sind erfüllt. Du bist einen weiten Weg. Ich will den fünften Kreis der Magie lernen. Dann tritt nun ein in den fünften. Nutze ihre Macht. In den sechsten und höchsten Kreis der Magie kann ich dich nicht mehr. Okay. Und. Dämon beschwören, Golem wecken, Skelett erschaffen. Der macht Beschwörungsmagie, ne? So ein Dämon beschwören wäre eigentlich gar nicht mal schlecht. Allerdings möchte ich erstmal gucken, ob ich irgendwo schon Feuer ruhe. Hey. Unterrichte. Großer Feuersturm, Feuerball, kleiner Feuersturm. Nein. Ich will gucken, ob ich von irgendwem schon Dingsbums lernen kann. Feuerregen. Unterricht. Eiswelle. Eiswelle ist natürlich auch ganz geil. Eine Eiswelle, die ist so ungefähr wie Feuerregen. Wie dieser Block da. Eisblock.
Aber ich glaube, unter schwere Wunden heilen, mittlere, wenn sich nie etwas ändert. Schlaf. Schwere Wunden heilen ist eigentlich ganz gut. Mal gucken, ob ich mir das aneignet, ob ich mir die Rune herstellen kann. So, was haben wir denn jetzt hier? Mittlere Wunden heilen, Mana kosten 25, Heilkraft 400. Ja, das Doppelte. Okay. Ich brauche aber trotzdem noch... Ich glaube aber... Warte mal, ich speichere hier mal kurz. Dann lade ich mal auf dem Lümmel durch. Und guck einfach mal, ob Feuerregen der sechste Kreis ist. Ja, Kreis 6. Okay. Okay. Yay, 70 Mana, aber trotzdem hier. Magiekreis 6. So. Macht ja nichts. Ich habe ja nur nachgeguckt. Das ist halt, wie gesagt, ein Charakter habe ich mir erstellt, den ich mir total vercheatet habe, um einfach mal ein paar Daten herauszufinden. Verschwinde! Ich würde dir ein bisschen auf die Fresse hauen. Hast du mir noch etwas zu sagen? Nein, im Moment. Ich habe mit den Drachen gesprochen. Was haben sie gesagt? Sie sprachen unentwegt von der Macht ihres Meisters und dass dieser sich in den Hallen von Irdorath niedergelassen hat. Enos, stehe uns bei. Der Schwarze Tempel hat seine Macht zurückerlangt und schickt nun seine Schergen über unsere Welt. Was sind diese Hallen von Irdorath? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belia. Es sind ihrer Zahl 4 im Lande Myrtana. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Es wäre ein leichtes gewesen, die beiden anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorath tatsächlich wieder an Macht gewonnen haben, wird es schwierig, den Feind zu besiegen. Dazu müsstest du ihn erst einmal finden. Und ich denke, das wird deine nächste und schwierigste Aufgabe sein. Wir werden sehen. Lehre mich den letzten Kreis der Magie. Noch ist es nicht an der Zeit dafür. Wenn du ein Stück weiter auf dem Weg gegangen bist, den... Oh, nächstes Kapitel. Arschloch, ey. Das verloren geglaubte Buch von Xardas. Wo ist es? Ich hatte mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. Aber ich fürchte, damit wirst du nichts anfangen können. Es ist magisch versiegelt worden. Ich habe es in unsere unteren Gewölbe gebracht. Und selbst wir haben bisher vergeblich versucht, es zu öffnen. Dieser verdammte Xardas hat sich da einen derben Scherz erlaubt. Kann ich das Buch sehen? Von mir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Erfolg hast, wo die größten Meister unseres Klosters gescheitert sind. Aber versuch es ruhig. Talamon wird dich nicht aufhalten. Alles klar. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe noch mehr Bücher der Suche. Es sind schon viele gefunden worden. Nimm dies. Danke. Alle Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Die Suchenden sind immer noch nicht abgezogen. Ganz im Gegenteil. Mir kommen immer mehr Berichte zu Ohren, dass sich ihre Zahlen in den letzten Tagen sogar noch vermehrt haben soll. Die Drachen zu töten alleine hat dem Feind noch keinen ausreichenden Schlag versetzt. Wir müssen das üben. Gut. Ja. Gute Nachrichten.
Die Wegschreine sind wieder gereinigt. Innos Kraft hat den Paladinen geholfen, dieses Problem endlich aus der Welt zu schaffen. Das ist schön. Du darfst also deine Spenden wieder ohne Bedenken und Reue. Gut, haben wir schon mitbekommen. Das ist natürlich alles ein bisschen doof. Wir können jetzt alles machen. Ich glaube, wir sollten auch schon mal in die Bibliothek runtergehen. Aber vorher möchte ich noch mal schlafen. Ich habe jetzt einiges an Lernpunkte vergeudet. Ja, 14, ja, nicht mehr so viele. Das Blöde ist halt nur... Jo, Gorax, was hast du denn? Der hat wieder schöne Sachen, aber ich habe kein Geld. Doch, ich habe Geld. Warte mal. Was machst du? Ich versuche, die mir gestellten Aufgaben zur Zufriedenheit des Klosters zu lösen. Bist du zufrieden mit deiner Aufgabe? Ja, natürlich. Der Glaube an Innos Weisheit und Stärke gibt... Boah, sei doch einfach mal ehrlich zu mir. Ich möchte nicht unverschämt erscheinen, aber ich habe heute noch sehr viel zu tun. Du darfst weitermachen. Danke. Och, schade, kann ich den nicht irgendwie... Ah, der Babu ist eigentlich ganz goldig. Der ist auch ganz lieb, hm? Der Bubi. So, wir sind hier natürlich jetzt hier Chef geworden, ne? Das bedeutet, hier geht's rund. Hey, du. Du siehst so verschwitzt aus. Ich bin auch völlig fertig. Seit Tagen versuche ich schon, dieses verflixte Gebräu hinzukriegen. Es will einfach nicht gelingen. Was für ein Trank soll das werden? Ich habe das Rezept einem reisenden Händler abgekauft. Es stehen einige seltsame, aber interessante Dinge darin. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Trank tatsächlich etwas bewirkt, aber allein mein Forscherdrang veranlasst mich weiterzumachen. Was ist das Problem? In dem Rezept steht etwas von einem Drachenei. Ich habe natürlich keins von diesen Dingen. Also versuche ich, diese Zutat zu simulieren. Sollte dir einmal so ein Ding in irgendeiner Grabhöhle über den Weg rollen, dann denk an mich. Was verwendest du denn statt dem Drachen? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Gebratene Hoden. Ich werde sehen, was ich tun. Hey, das war nur ein Witz. Ich glaube nicht, dass du tatsächlich ein Drachenei finden wirst. Abwarten. Ich habe hier ein Drachenei für dich. Du willst mich auf den Arm nehmen? Klar. Wahrhaftig. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Wo hast du es gefunden? Das behalte ich lieber für mich. Großartig. Was willst du dafür haben? Gib mir etwas von dem Trank, wenn er fertig ist. Also gut. Aber wie gesagt, komm später wieder. So, okay. Ich weiß nicht. Weiß echt nicht, was besser gewesen wäre. Also von daher... So, gehen wir mal hier in diese Gammelbibliothek. Das ist der heilige Hammer. Ja, das kennen wir schon. Heilige Hammer von Innos und Robert hat mit Innos Worten da den Golem geklatscht. So, ich bin jetzt mit dir gleichgesinnt. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Pyrokar sagt, dass ich das Buch von Xardas untersuchen darf. So, sagt er das. In Ordnung, du darfst eintreten. Das Buch, das du suchst, liegt dort. Hält mich erstmal auf. Niemanden zugänglich. Und dann halt herum. Okay, hier gibt's ein Dingsbums.
Hier gibt's sonst auch nichts. Ja, hier stehen nur so allgemeine Sachen drin, ne? Was hier ist, weiß ich nicht. Nee. Hm. Nee, ist wirklich alles irgendwie relativ... Meh. Gut. Es hat wenigstens ein paar Erfahrungen gegeben. Aber ich kann damit nichts machen, ne? Okay, blöd gelaufen. Kann ich mich zu Xardas teleportieren? Ich möchte jetzt hier nicht die ganze Zeit so rumlümmeln. Brauche ich nicht. Wo habe ich denn? Teleport zu Xardas. Du siehst nicht gerade fit aus. Ich fühle mich auch nicht besonders, Mann. Ich bin irgendwie völlig im Eimer und habe ständig Kopfschmerzen. Jedes Mal, wenn einer dieser schwarzen Kapuzenmänner irgendwo auftaucht, wird es schlimmer. Ich kann dir auch genau sagen, warum. Ja? Ich glaube, ich will's gar nicht wissen. Diese schwarzen Kapuzenmänner, oder die Suchenden, wie wir Magier sie nennen, waren früher einmal Anhänger eines mächtigen Erzdämonen. Klingelt's? Nein. Es sei denn, du willst mir damit erzählen, dass... Ja, genau. Die Suchenden sind ehemalige Anhänger des Schläfers. Die abtrünnigen Sektenspinner aus dem Sumpflager. Es sind deine Leute, Lester. Die ehemalige Bruderschaft des Schläfers. Sie sind jetzt nur noch seelenlose Diener des Bösen. Ich habe es geahnt. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Meinst du, er ist zurückgekehrt? Ist der Schläfer wieder da? Gute Frage. Sicher ist nur, dass ich die Suchenden aufhalten muss, bevor sie zu mächtig werden. Es gefällt mir nicht. Aber ich vermute, du hast recht. Tut mir leid, aber dieser ganze Mist steigt mir zu Kopf. Ich denke... Wo ist Xardas? Er ist fort und hat in seinem Turm diese Dämonenwesen zurückgelassen. Ich glaube, er will nicht, dass jemand während seiner Abwesenheit in seinem Turm herumschnüffelt. Mhm. Wo ist er hin? Das hat er nicht gesagt. Er bat mich nur darum, dir diesen Brief von ihm zu geben. Ich habe ihn gelesen. Tut mir leid. Ich war neugierig. Und? Keine Ahnung. Ich habe kein Wort verstanden, Mann. Aber eine steht für mich fest. So bald werden wir ihn nicht wiedersehen. Ich glaube, es ist ihm hier einfach zu brenzlig geworden. Und da hat er sich einfach aus dem Staub gemacht. Okay. Brief von Xardas, wo haben wir den denn? Lieferung, Hinweis, grüner Novize, Loose, Hammer, Loose, Doppelnotiz, Nachricht, Gift der Blutfliegen, Tagebuch, eine Nachricht, Hallen von Ildorat, eine Nachricht, Konstellusias Abschiedsbrief, Befehle, Pyrokas magischer Brief, Steckbrief, Xardas Brief, Silvius Notiz. Okay, ich hatte vermutet, einer der Drachen im Minental sei die Quelle der bösen Macht. Ich habe mich geirrt. Wenn alles so gekommen ist, wie ich es vermute, wirst du jetzt nach den Hallen von Ildorat suchen. Das Buch, das du Pyroka gegeben hast, enthält alle Hinweise, die du brauchst. Mir hätte klar sein sollen, warum die Suchenden es in ihren Besitz bringen wollten. Du musst es dir wieder beschaffen. Die Worte Xarak Bendardo werden es öffnen. Verrate sie niemanden. Jetzt wissen es alle. Ich werde mich nun wichtigeren Dingen widmen. Ich kann dir bei deiner letzten Aufgabe nicht beistehen. Nur du kannst es schaffen, die Quelle des Bösen zu bezwingen. Wir werden uns wiedersehen. Xardas. So, gut, verstehe. Silvestros Notiz. Von Silvestro. Deshalb werde ich das erst. Okay. Hab ich schon, kenne ich. So, wir könnten natürlich hier unten noch ein bisschen abfarmen. Wir könnten auch den Part jetzt in Ruhe lassen. Ja, komm. Schick eigentlich. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und bis dahin. Tschüss, Tschüssikowski.